Ich habe ihm die innere Halsschlagader durchgeschnitten. Dann habe ich ihm mit einer 40 cm Knochensäge seine Gliedmaßen abgetrennt. Anschließend habe ich sie etwa zu gleichen Teilen auf 6 biologisch abbaubare Müllsäcke verteilt. Die sind längst unterwegs Richtung Norden mit dem Golfstrom. Du liegst verwundet in der Scheiße und ich seh die stummen Schreie. Es sind deine stummen Schreie. Ich kann dich nicht hören, aber glaube, dass du leidest. Und ich seh in deinen Augen, dass du innerlich verzweifelst. Ich halte dich an der Hundeleine und seh deine stummen Schreie. Ich seh deine stummen Schreie. Ja, du denkst, dass ich übertreibe, aber nein, ich untertreibe und pass auf die Kundenkreise. Und du kriegst K.O.-Tropfen in die Captain-Cola. Nach dem Sex auf der Toilette trittst du weg in Ohnmacht. Kommst wieder zu dir in einem schalldichten Zimmer und bist vor Panik am Zittern wie vergewaltigte Kinder. Ich vergeil mich an dein Leiden, reibe mein irrigiertes Genital an deinen Eingeweiden. D.O.K. und Whipper spielen Hatred im Real Life und beim Shooten nehmen wir auch etwas Age-Crack und Speed ein. Wir stopfen dich voll Medikamente, denn du hältst die Scheiße hier nicht aus und bist seelisch am Ende. Und du denkst dir, du findest Schutz im Panikboom, doch da steh ich nur in meinem Kittel voller Menschenblut. Du wirst gehäutet und verbrannt, danach mal ich mit deinem Blut den Teufel an die Wand. Du willst Beef, doch wenn ein rostiges Rollstuhl durchbohrt, ist auch der letzte Funken Hoffnung verloren. Du liegst verwundet in der Scheiße und ich seh die stummen Schreie. Es sind deine stummen Schreie. Ich kann dich nicht hören, aber glaube, dass du leidest. Und ich seh in deinen Augen, dass du innerlich verzweifelst. Ich halte dich an der Hundeleine und seh deine stummen Schreie. Ich seh deine stummen Schreie. Ja, du denkst, dass ich übertreibe, aber nein, ich untertreibe und versorg die Kundenkreise. Auch wenn wir uns gern als Doktoren betiteln, sind wir eigentlich nicht mehr als boshafte Sadisten, die die Bohrmaschinen zücken aus dem Hornbach-Equipment. Aber für dich vorher noch nen Rezeptoren-Cocktail mixen, mon chérie. Auf den Ablagebrettern in den Regalen stehen ein paar Schwefelfässer, Messbecher und Chemikalien, sowie gerettete Pesterreger in Petrischalen. Zum Frühstück servier ich dir Mescalin statt Cerealien. Und du willst fliehen, da muss ich präventiv dagegen schlagen mit der Heckenschere durch Trennung deiner Sehnenbahnen. Und während ich dir deinen Brustkorb zerschneide, spritze ich dir Substanzen ein, die dein Bewusstsein erweitern und prägen Gottkomplexe. Und sind diese Chirurgen erst fertig, bist du gut, Mensch, wortwörtlich offenherzig. Wir brechen sogar mit Naturgesetzen Folkloren und du brauchst noch Morphium für die Blutgefäße postmortem. Du liegst verwundet in der Scheiße und ich seh die stummen Schreie. Es sind deine stummen Schreie. Ich kann dich nicht hören, aber glaube, dass du leidest und ich seh in deinen Augen, dass du innerlich verzweifelst. Ich halte dich an der Hundeleine und seh deine stummen Schreie. Ich seh deine stummen Schreie. Ja, du denkst, dass ich übertreibe, aber nein, ich untertreibe und versorg die Kundenkreise.